So, willkommen zum 54. Hack vom Super Mario World Central Hack und von der Nightfall. Gut. Das finde ich natürlich immer sehr schön, wenn ein Fragezeichen. Wie ich die Overworld wohl bewerte? Ich weiß nicht. Werde ich mir wohl im Laufe des Levels ausdenken müssen, weil, naja, gut. Scheiß drauf. Overworld ist aber sowieso nicht das Wichtigste und wird in der, ich sag jetzt mal, finalen Bewertung sowieso nicht gezählt. Also da scheiße ich jetzt mal mehr oder weniger drauf, aber bewerten tue ich es trotzdem. Und da will ich bitte hoch. Warum auch immer, ich will es einfach nur. Nein, lass mich doch mal hoch, Mann. Was soll das? Oh, hallo? Komme ich da überhaupt? Ja. So komme ich natürlich auch da hoch. Ist wohl ein bisschen einfacher, als irgendeinen Shelljump zu machen, der total unnötig ist und so, aber... Hä? Okay, den habe ich gerade irgendwie nicht gesehen. Ich springe jeden verfickten Gegner rein, das ist doch nicht mehr schön. Na, wirklich nicht, das ist echt schlimm. Ihr guckt euch das mal an, ich bin total scheiße geworden in Mario World. Gut, ich war noch nie gut, aber ich war schon mal etwas besser. Ich war nicht komplett scheiße, ich war nur halbwegs scheiße. Das ist natürlich eine bessere Form, als total scheiße so zu sein, ja. Für mich jedenfalls. Weiß ja nicht, wie ihr es seht. Und ist der Background? Nein. Kann sich ja nie sicher sein. Ihr wartet auch immer so ein bisschen. Ich gucke euch an und ihr fliegt irgendwie noch 5 Sekunden weiter. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ach komm, da scheiß ich jetzt einfach mal drauf. Ich hab keinen Bock, da jetzt wieder 5 Stunden zu warten. Gut, den Pilz hätte ich mir wahrscheinlich ein bisschen noch mitnehmen sollen, aber ja. Oh Gott. Das ist nicht mehr schön. Er wirkt hier. Das war irgendwie eine sehr cool. Och, natürlich. Gegner aus Festung, super. So muss das sein. Nicht. Nicht. Oho. Komm, stirb. Stirbt alle, stirbt alle, stirbt alle, obwohl ihr wahrscheinlich schon tot seid, denn ihr seid irgendwie nur Ketten und Skelette und keine Ahnung, was ihr noch seid. Wahrscheinlich Schildkröten und so. Overworld bekommt von mir 0,5 Punkte. Na, sagen wir mal 1 Punkt. Hast das Fragezeichen ja relativ schön hinbekommen. Grafiken bekommt von mir... sagen wir mal 4,5 Punkte. optionale Wege und Secrets bekommt 2 Punkte von mir. Und Grafiken... Habe ich die Grafiken schon bewertet? Keine Ahnung. Grafiken bekommt jedenfalls von mir 4,5 Punkte. Also der Hick insgesamt bekommt von mir 5,5 Punkte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.